zu Gast bei Thalia. Mit freundlicher Unterstützung durch die Thalia Buchhandlung im Schlossparkcenter Schwerin, Marienplatz 5. Auf der LED-Wand lief ein Countdown einer digitalen Uhr. Am 21. September fand eine Krimi-Lesung der Autorin Diana Salo in der Thalia-Filiale im Schlossparkcenter Schwerin statt. Thematisch begleitet wurde die Autorin von der Band Sweet Vanilla. Plötzlich ging das Licht im Theater aus. Der Intendant wunderte sich, da dies ein Stromausfall sein musste und nicht in seinem Manuskript der Ablauffolge des Abends stand. Wer aufsteht, ist tot. Wer aufsteht, ist tot, dröhnte es fortlaufend. Niemand der Anwesenden ging jetzt noch vor einem Scherz aus. Diana Salo kommt gebürtig aus Schwerin und schreibt seit 2013 spannende Kriminalfälle, die in ihrer Heimatstadt passieren. Veröffentlicht werden sie in der Reihe Mörderisches Schwerin im Hirnstorf Verlag. Ihr achtes Buch thematisiert das Theater des Todes. Es passiert ein schreckliches Ereignis im Schweriner Theater und es geht um einen Männerclub, einen Niklott-Verein, wo mysteriöse Dinge auf einer Yacht passieren. Es ist das achte Buch der Reihe. Im Mittelpunkt steht Kommissar Berger, der geschickt und mit viel Mut die Fälle löst. Ihre Inspiration für die Fälle nimmt Diana Salo aus den aktuellen Geschehnissen der Landeshauptstadt. Es geht ja schon seit Jahren um den Welterbetitel von Schwerin. Und jetzt ist es ja endlich Schwerin und das Residenzensemble Welterbe geworden. Und das Theater gehört ja mit dazu. Und da habe ich gedacht, in unserem schönen Theater eine richtig schöne Story zu erfinden, wo man auch richtig Werbung für unsere Stadt auch machen kann. Ne? Um ihre Lesung abwechslungsreich zu gestalten, suchte Diana Salo spannende Passagen heraus. Ihr Ziel? Die Zuschauerinnen und Zuschauer sollen sich in schlaflose Nächte lesen. Mit Entsetzen hörten sie wieder die Computerstimme, die allen mitteilte, dass unter bestimmten Sitzen Sprengstoff angebracht worden sei. Wer von seinem Stuhl aufstand, musste damit rechnen, dass eine Explosion erfolgte. 272 Seiten von Theater des Todes versprechen gute Unterhaltung, unvorhersehbare Ereignisse und spannende Dialoge. Zu kaufen in der Thalia-Filiale im Schlossparkcenter Schwerin. Zu Gast bei Thalia. Mit freundlicher Unterstützung durch die Thalia-Buchhandlung im Schlossparkcenter Schwerin, Marienplatz 5.